diesem Videoclip wollen wir uns mit trigonometrischen Aufgaben beschäftigen. Was ist denn eigentlich Trigonometrie? Trigonon kommt aus dem Griechischen und heißt Dreieck und Metron ebenso aus dem Griechischen das Maß. Wir nehmen also an einem Dreieck Maß und etwas alltäglicher übersetzt Berechnungen am Dreieck. Betrachten wir zunächst einmal das rechtwinkelige Dreieck. Mit einem Geodreieck lässt sich leicht feststellen, wo der rechte Winkel liegt. Der rechte Winkel hat nichts mit rechts oder links zu tun, sondern recht im Sinne von richtig. Es ist der richtige Winkel beim Bauen, damit Mauern nicht schief werden. Das Symbol für den rechten Winkel ist der Winkelbogen mit dem Punkt darin. Die Seite gegenüber dem rechten Winkel nennt man die Hypotenuse. Und die beiden Seiten, die den rechten Winkel bilden, die den rechten Winkel einschließen, das sind die Katheten. Katheten und die Hypotenuse gibt es nur im rechtwinkeligen Dreieck. Bezeichnen wir den Winkel links unten Alpha. Unabhängig, welchen Winkel wir betrachten, die Hypotenuse ist immer die Seite gegenüber dem rechten Winkel. Damit sind selbstredend die beiden anderen hier blau gezeichneten Seiten die Katheten. Die Kathete, die dem Winkel, in dem Fall Alpha, gegenüberliegt, ist eben die gegenüberliegende Kathete, kurz die Gegenkathete. Und die Kathete, die am Winkel, in dem Fall Alpha, anliegt, ist die anliegende Kathete, kurz Ankathete. Die Hypotenuse ist immer absolut die Seite gegenüber dem rechten Winkel. Wer an- und wer gegen Kathete ist, hängt vom verwendeten Winkel ab. Am besten, du probierst das gleich mal mit dem Winkel Beta. Schalte den Videoclip ab und überlege, wer hier Hypotenuse, An- und Gegenkathete sind. Hypotenuse, die Seite gegenüber dem rechten Winkel, die dem Winkel Beta gegenüberliegende Kathete, die Gegenkathete, die unter dem Winkel Beta anliegende, die Ankathete. Diese Bezeichnungen sind wichtig für die Winkelfunktionen, die wir im Folgenden behandeln. Winkelfunktionen dürfen nur im rechtwinkeligen Dreiecken verwendet werden. Es gibt auch die Winkelsätze wie Sinussatz und Kosinussatz, die sind jedoch hier nicht Thema. Die Winkelfunktionen heißen Sinus, abgekürzt SIN. Man nimmt immer die ersten drei Buchstaben. Und da eigentlich die Winkelfunktionen auch als Funktionen im herkömmlichen Sinne, also auch als Linien dargestellt werden können und Linien immer klein beschriftet werden, bezeichnet man abgekürzt den Sinus SIN mit Kleinbuchstaben. Dann gibt es den Cosinus, abgekürzt Cos, C-O-S, und den Tangens, abgekürzt T-A-N. Die Bezeichnungen sind sehr allgemeiner Natur. Sinus heißt Bogen bzw. Rundung, stammt aus dem Lateinischen. Cosinus ist der Sinus des Komplementärwinkels. Ein Winkel und sein Komplementärwinkel ergeben zusammen immer 90 Grad. Beispielsweise, wenn ein Winkel Alpha 30 Grad misst, so ist sein Komplementärwinkel 60 Grad, denn 30 Grad plus 60 Grad ist 90 Grad. Tangens kommt auch aus dem Lateinischen und heißt berührend.
Wenn man den Tangens im sogenannten Einheitskreis darstellt, dann berührt er diesen. Aber ich möchte jetzt darauf nicht näher eingehen. Der Sinus von einem Winkel Alpha ist im rechtwinkligen Dreieck festgelegt als die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Der Cosinus eines Winkels Alpha ist festgelegt als die Ankathete durch die Hypotenuse. Und der Tangens von einem Winkel Alpha ist definiert als die Gegenkathete dividiert durch die Ankathete. Es gibt auch den Kotangens eines Winkels, der lautet Ankathete durch Gegenkathete, aber dann kann ich ja mit diesen Bestimmungsstücken auch mit dem Tangens rechnen, deshalb ist er hier nicht angeführt. Bezeichnen wir ein rechtwinkeliges Dreieck in der Form, dass die Katheten A und B heißen und die Hypotenuse C. Nehmen wir jetzt diesen Winkel Alpha links unten. Wiederholt, die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist die Hypotenuse, die beiden anderen die Katheten. Die Kathete, die dem Winkel Alpha gegenüber liegt, ist die Gegenkathete, die ihm anliegt, die Ankathete. Mit diesen Bezeichnungen gilt, der Sinus dieses Winkels Alpha ist die Gegenkathete A durch die Hypotenuse C. Der Cosinus des Winkels Alpha ist die Ankathete B durch die Hypotenuse C. Und der Tangens von Alpha ist die Gegenkathete A durch die Ankathete B. Stellen uns selbst fest, wie mit diesen Bezeichnungen der Sinus von Beta, der Cosinus von Beta und der Tangens von Beta lauten. Die Hypotenuse ist wiederum die Seite gegenüber dem rechten Winkel. Bezogen auf Beta ist die Seite B die Gegenkathete und die Seite A die Ankathete, sodass der Sinus von Beta lautet, Gegenkathete durch Hypotenuse ist B durch C. Der Cosinus von Beta, der ja Ankathete durch Hypotenuse ist, lautet hier A durch C. Und schließlich der Tangens von Beta mit Gegenkathete durch Ankathete B durch A. Vorsicht! Ich habe jetzt den rechten Winkel mit Gamma bezeichnet und möchte nun versuchen, den Sinus von Gamma anzugeben, den Sinus dieses rechten Winkels. Die Hypotenuse ist wie immer die Seite gegenüber dem rechten Winkel. Dieser rechte Winkel, der Winkel Gamma, besitzt nun die Ankathete B und die Ankathete A, denn beide liegen ja am Winkel an. Da ja der Sinus eines Winkels aber Gegenkathete durch Hypotenuse ist und ich keine Gegenkathete finde, kann ich den Sinus des rechten Winkels nicht angeben. Er ist nicht festgelegt. Beim Cosinus haben wir auch ein Problem. Wir haben zwar zwei Ankatheten, die aber in aller Regel verschieden lange sind und es kann ja nicht sein, dass ich verschiedene beliebige Werte einsetzen kann. Wir würden ja dann immer andere Werte in dem Bruch erhalten, sodass ich auch den Cosinus des rechten Winkels nicht angeben kann.
Und das gleiche gilt für den Tangens, der lautet Gegenkathete durch Ankathete. Ich finde hier keine Gegenkathete. Der rechte Winkel ist kein Bestimmungsstück, mit dem ich rechnen kann. Der rechte Winkel sagt mir nur, was zwar entscheidend ist, ich befinde mich in einem rechtwinkeligen Dreieck. Nur dort darf ich mit Winkelfunktionen rechnen, aber den rechten Winkel kann ich nicht als gegebene Größe einsetzen. Für ein rechtwinkeliges Dreieck benötigt man zwei gegebene Größen. Entweder zwei Seiten oder eine Seite und einen Winkel, aber nicht den rechten Winkel, weil wie eben dargelegt, kann ich mit diesem nicht rechnen. Wir kennen von einem rechtwinkeligen Dreieck die Kathete A mit 4,8 cm und den Winkel Alpha mit 52 Grad. Und wir suchen die fehlenden Seiten und die fehlenden Winkel. Ich unterlege jetzt, dass wir hier die klassische Beschriftung verwenden, sonst hätte ich das mit viel Text beschreiben müssen. Die Skizze soll es zeigen. Wenn ich links unten den Eckpunkt A wähle und dann gegen den Uhrzeigersinn die Eckpunkte beschrifte, dann liegt im klassischen Sinne gegenüber des Eckpunktes A die Seite A, gegenüber vom Eckpunkt B die Seite B und gegenüber von C die Seite C. Beim Eckpunkt A liegt der Winkel A, Alpha heißt ja A, und beim Eckpunkt B liegt der Winkel B, auf Griechisch Beta. Das ist die klassische Schulbeschriftung eines rechtwinkeligen Dreiecks, die ich jetzt hier annehme. Ansonsten, wie gesagt, muss das genau beschrieben sein, welche Seite und welcher Winkel gemeint sind. Wir werden noch Beispiele sehen. Wir kennen laut Angabe die Länge der Seite A und die Größe des Winkels Alpha. Die Seite C, weil gegenüber dem rechten Winkel, ist die Hypotenuse. Bezogen auf den Winkel Alpha ist die Kathete A die Gegenkathete und die Kathete B die Ankathete. Wir werden eine Winkelfunktion benötigen, weil wir einen Winkel kennen, und wir werden eine Winkelfunktion benötigen, in der die Gegenkathete vorkommt. Das ist ja die einzig bekannte Seite. Zur Auswahl stehen der Sinus von Alpha mit Gegenkathete durch Hypotenuse und der Tangens von Alpha mit Gegenkathete durch Ankathete. Hier habe ich die Wahl. Rechne ich mit dem Sinus von Alpha, dann werde ich die Hypotenuse erhalten. Rechnen wir mit dem Tangens von Alpha, dann bestimmen wir die Ankathete. Ich habe mich in diesem Beispiel für den Sinus von Alpha entschlossen. Mit Gegenkathete durch Hypotenuse gilt hier. Der Sinus von Alpha ist Gegenkathete A durch Hypotenuse C. In dieser Gleichung suchen wir C. Wenn die Unbekannte, die gesuchte Größe, im Nenner steht, muss die Gleichung bruchfrei gemacht werden. Das wird im Videoclip Formeln umformen bzw. lineare Gleichungen ausführlich behandelt. In dem Fall multiplizieren wir die Gleichung mit dem Nenner mit C und erhalten links C mal dem Sinus von Alpha und rechts A, denn A durch C mal C ist A. Ich möchte C, sehe, dass der Sinus von Alpha mit dem C mit mal verbunden ist, also dividieren wir die Gleichung durch den Sinus von Alpha. C mal Sinus von Alpha durch Sinus von Alpha ist C und rechts A durch den Sinus von Alpha.
Mit den gegebenen Größen a und alpha erhalten wir für c 6,09 cm. Ich möchte einen ganz typischen, auch schweren Fehler beim Umformen zeigen. Manche gehen so vor, wenn die Unbekannte die gesuchte Größe im Nenner steht. Sie sagen, ja, es stört ja noch das a in diesem Fall, deswegen dividiere ich die Gleichung durch a und meinen dann, es käme heraus, der Sinus von Alpha durch a ist c. Das schaut schön und einfach aus und ist schön und einfach falsch. Hier scheint folgendes Bild zu greifen. Man meint, wenn man das a wegbringt, dann wirkt hier eine Art Feder, die das c hinaufschiebt. Ja, mag sein, dass es so eine Vorrichtung gibt, aber es gibt keine mathematische Entsprechung. Sprich, eine solche Rechnung existiert nicht. Würden wir diese Gleichung durch a dividieren, dann käme links der Sinus von Alpha durch a heraus, aber rechts 1 durch c und die Variable, die gesuchte Größe, stünde weiterhin im Nenner. Also das ist völlig falsch. Deswegen, auch wenn es etwas länger und umständlicher erscheint, ist es sicherer, man bringt auf gleichen Nenner und macht die Gleichung bruchfrei, wenn die gesuchte Größe im Nenner steht. Zurück zur Aufgabe. Neben den gegebenen Größen kennen wir jetzt auch die Hypotenuse C. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, beispielsweise b zu bestimmen. Wir können das mit einer Winkelfunktion machen. Ich möchte aber auch in Erinnerung rufen, dass in jedem rechtwinkligen Dreieck auch der Lehrsatz des Pythagoras gilt, der ja lautet, die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat ist die Hypotenuse zum Quadrat. Ich schreibe das bewusst nicht in der Form a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat auf, denn meistens heißen die Seiten anders und nicht die Bezeichnung der Seiten ist von Bedeutung, sondern die Lage, also wer Kathete, wer Hypotenuse ist. In unserem Fall ist es schon die klassische Formel, denn die eine Kathete zum Quadrat, also a Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat plus b Quadrat ist die Hypotenuse zum Quadrat, also gleich c Quadrat. Wir wollen b, bringen zunächst die Strichrechnung weg, das plus a Quadrat mit minus a Quadrat, dann bleibt links b Quadrat und rechts erhalten wir c Quadrat minus a Quadrat. Um von b² auf b zu gelangen, müssen wir die Wurzel ziehen auf beiden Seiten. Links b zum Quadrat, daraus die Quadratwurzel ist b und rechts die Wurzel aus c² minus a². Mit den gegebenen Größen erhalten wir dann für b 3,75 cm. Auch hier ist rechentechnisch Vorsicht geboten. Aus b ist die Quadratwurzel aus c² minus a² folgt nicht, dass das gleich c minus a ist. Es ist falsch, plus-minusweise getrennt hochzurechnen, also auch plus-minusweise getrennt Wurzel zu ziehen. Im Skript habe ich im Kapitel Elementargeometrie beim pythagoreischen Lehrsatz ein Beispiel eines Flugzeuges, das wegen eines Gewitters einen Umweg zu fliegen hat. Würde man getrennt, gliedweise getrennt Wurzel ziehen, dann würde man den Unsinn bestimmen, dass jeder noch so weite Umweg immer gleich lang ist wie die direkte Strecke. Nun kennen wir auch b. Wir haben also alle fehlenden Seiten bestimmt. Bleibt noch der fehlende Winkel Beta. In jedem Dreieck gilt, dass alle Innenwinkel summiert, zusammengezählt, 180 Grad ergeben.
Das gilt in jedem Dreieck, nicht nur in rechtwinkeligen. Übertragen auf unser Beispiel, Alpha plus Beta plus dem 90-Grad-Winkel ist 180 Grad, auch das ist eine Gleichung. Um Beta zu erhalten, ziehen wir auf beiden Seiten Alpha und 90 Grad ab und erhalten dann Beta ist gleich 90 Grad minus Alpha. Mit Alpha gleich 52 Grad erhalten wir für Beta 38 Grad. Damit haben wir alle fehlenden Seiten, nämlich C und B und den fehlenden Winkel Beta bestimmt. Die Gelmerbahn, sie liegt in der Schweiz, eine Standseilbahn führt von Handeck, das liegt 1400 Meter über dem Meer, über dem Meeresspiegel, bis zum Gelmersee, der liegt 1850 Meter über dem Meer. Die Bahnstrecke ist 1028 Meter lang. Eine Skizze. Symbolisch sei hier unten das Meer eingezeichnet und diese 1400 Meter über dem Meeresspiegel bedeuten eben, dass Handeck 1400 Meter über dem Meer liegt. Das gleiche gilt für den Gelmersee, der eben 1850 Meter über dem Meer liegt. Ich kann hier schnell ein rechtwinkeliges Dreieck formen. Und diese Kathete, das hier an dem rechten Winkel anliegt, ist eben dann 1850 Meter minus den 1400 Metern von Handeck und das ergibt 450 Meter. Wir sollen die Steigung der Strecke in Prozent bestimmen. Ich zeichne zunächst einmal den Steigungswinkel Alpha ein. Wir haben hier ein rechtwinkeliges Dreieck. Die Hypotenuse, die Seite gegenüber dem rechten Winkel, ist die Streckenlänge von 1028 Metern. Und bezogen auf den Steigungswinkel Alpha sind die 450 Meter die Gegenkathete. Nur der Sinus besitzt Gegenkathete und Hypotenuse, also werden wir mit ihm rechnen. Das bedeutet, die Gegenkathete ist 450 Meter, die Hypotenuse 1028. Damit lautet der Sinus des Steigungswinkels Alpha 450 durch 1028. Um vom Sinus von Alpha auf Alpha zu kommen, müssen wir die Umkehrrechnung anwenden. Das ist streng genommen der Arkosinus. Man kann es auch mit dem allgemeinen Symbol einer Umkehrfunktion mit dem Sinus hoch minus 1 bezeichnen. Und damit erhalten wir für Alpha 25,96 Grad. Den Steigungswinkel kennen wir, wir wollen aber die Steigung in Prozent. Was ist denn überhaupt eine Steigung in Prozent? Betrachten wir dieses Verkehrszeichen. Es bedeutet, die Straße verfügt über eine Steigung von 12%. 12% heißt ja 12 durch 100. Grafisch dargestellt, auf einer horizontal gedachten Länge von 100 Meter, Zentimeter, Kilometer, steigt die Straße in dem Fall um 12 Meter an. Das bedeutet eine Steigung von 12%. Hier haben wir den Steigungswinkel Alpha und 12 ist die Gegenkathete von Alpha und 100 die Ankathete. Nur der Tangens
besitzt beide Katheten, also gilt, der Tangens von Alpha ist Gegenkathete durch Ankathete. Da wir den Steigungswinkel kennen, reicht es, den Tangens von 25,96 Grad zu bestimmen. Der ergibt auf vier Stellen gerundet 0,4869. Ich kann doch jetzt Folgendes sagen. Wenn ich diese Zahl zunächst mit 100 multipliziere und dann gleich durch 100 dividiere, dann wird sie sich wohl nicht ändern. In Bruchschreibweise 0,4869 mal 100 durch 100. Ich kürze aber nicht, sondern berechne den Zähler, also oben, das ergibt 48,69 durch 100. Durch 100 heißt auf Lateinisch Prozent. Und damit habe ich die Steigung in Prozent bestimmt. Die Steigung der Bahn beträgt demnach 48,69%. Streng genommen ist es die durchschnittliche Steigung, denn auch eine Standseilbahn hat sich dem Gelände anzuformen und wird nicht einen geradlinigen Verlauf haben. Wir haben die Steigung dieser schwarzen geradlinigen Strecke bestimmt. Abschließend ein zweites mögliches Matura-Abiturbeispiel. Das Klingentor im schönen mittelalterlichen Rottenburg ob der Tauber ist 30 Meter hoch. Von einem Punkt P des waagrechten Stadtplatzes sieht man die Spitze S dieses Tors unter dem Höhenwinkel Alpha ist gleich 27 Grad. Bestimmen Sie, wie weit Sie in Richtung Klingentor gehen müssen, damit das Tor unter dem dreifachen Höhenwinkel zu sehen ist. Eine Skizze wird uns helfen. Der waagrechte Stadtplatz. Das 30 Meter hohe Klingentor mit dem Fußpunkt F und der Spitze S. Der Punkt P auf dem Stadtplatz und hier der Höhenwinkel Alpha. Zur Erinnerung, ein Höhenwinkel wird immer von der Waagrechten aus gemessen und beim Höhenwinkel eben in die Höhe zur Spitze S. Und dann soll man sich dem Turm so weit nähern, dass man den Turm unter dem Höhenwinkel, wieder von der Waagrechten aus gemessen, dreimal Alpha sieht. Diese Strecke X gilt es zu bestimmen. Diese Strecke X liegt nicht in einem rechtwinkeligen Dreieck, wir können aber nur in rechtwinkeligen Dreiecken rechnen. Hier haben wir ja einen rechten Winkel, denn die Höhe steht immer im rechten Winkel auf die Bezugsebene, auf die Bezugslinie. In diesem blauen rechtwinkeligen Dreieck ist die Turmhöhe bezogen auf den Höhenwinkel Alpha die Gegenkathete und die Strecke PF, ich nenne sie Y, die anliegende Kathete, die Ankathete. Gegenkathete und Ankathete kommen im Tangens vor. Tangens von Alpha ist ja festgelegt als die Gegenkathete durch die Ankathete. Auf unser Beispiel bezogen, der Winkel Alpha mit 27 Grad, Gegenkathete 30 und die Ankathete Y. Also der Tangens von 27 Grad ist 30 durch Y. Wir wollen Y, die gesuchte Größe steht im Nenner. Wir machen die Gleichung bruchfrei, indem wir mit dem Nenner, also mit Y, multiplizieren. Erhalten links Y mal dem Tangens von 27 Grad ist gleich 30 durch Y mal Y ist 30.
Nun stört mich, wenn ich so sagen kann, bei y noch der Tangens von 27 Grad. Er ist mit y mit mal verbunden, also dividieren wir die Gleichung durch den Tangens von 27 Grad und erhalten y ist gleich 30 durch den Tangens von 27 Grad. Ausgerechnet ergibt das auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet 58,88 Meter. Nun wissen wir, die Strecke von P nach F, genannt Y, ist 58,88 Meter. Wir haben hier ein zweites rechtwinkeliges Dreieck gelblich unterlegt. Wir wollen hier die Strecke Z bestimmen, denn wie wir sehen, wenn wir dann von Y das Z abziehen, erhalten wir die gesuchte Strecke X. Bezogen auf den Winkel 3 mal Alpha ist die Turmhöhe Gegenkathete und Z die anliegende Kathete. Wir haben also wieder beide Katheten, die wir kennen bzw. berechnen wollen. Also verwenden wir wiederum den Tangens. Allgemein als Formel angeschrieben, der Tangens von Alpha ist Gegenkathete durch Ankathete. Jetzt auf unser Beispiel übertragen. Der Winkel ist 3 mal Alpha, 3 mal 27 Grad, Gegenkathete 30, Ankathete Z. Also der Tangens von 3 mal 27 Grad, das kann man natürlich sofort ausrechnen, ist gleich 30 durch Z. Die Unbekannte steht wiederum im Nenner. Wir machen wieder bruchfrei, indem wir mit dem Nenner mit Z multiplizieren. Erhalten links Z mal dem Tangens von 3 mal 27 Grad ist gleich 30 durch Z mal Z ist 30. Nun dividieren wir die Gleichung durch den Tangens von 3 mal 27 Grad und erhalten links Z und rechts 30 durch den Tangens von 3 mal 27 Grad. Ausgerechnet auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, ergibt das 4,75 Meter. Nun kennen wir auch die Strecke Z und X ist dann gleich Y minus Z. In Zahlen 58,88 minus 4,75, das ergibt 54,13 Meter. Man muss sich also 54,13 Meter vom Punkt P aus dem Klingentor nähern, damit man die Spitze des Turmes unter dem dreifachen Höhenwinkel sieht.